Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil es hat so sich angehört, alte Wein in neue Schläuche. Schlussendlich hat man schon gemerkt, ja, es geht schon um etwas mehr als nur Technik. Also was ich da mitgenommen habe, dass es sehr viel um Menschen geht. Schlussendlich ist ein Wechsel mit dieser Methodik verbunden. Und das eine ist die Softwareentwicklung, das andere sind die Auswirkungen auf die Menschen. Wollen die das? Wissen das, was für Vorteile dahinter sind? Und ich habe von diesem Tag viel mehr Vorteile mitgenommen als Nachteile gesehen. Ja. Also ich habe mehrere Dinge mitgenommen. Ich muss fast priorisieren, auch okay. Im ALM-Sinn. Also das eine ist, man merkt viel schneller, wenn man etwas falsch verstanden hat. Das zweite ist durch diese agile Aufbau der Software oder diese kurze Zeiten von Release zu Release kann ich mich am Markt auch schnell bewegen. Das heißt ja, ich kann verfolgen, wie entwickelt sich die soziale Markt, wie entwickelt sich mein Wettbewerb, sind die Funktionen, die ich meinte, dass wirklich Mast sind wirklich Mast oder wird der Markt etwas anderes. Also ich kann schnell anpassen an die Marktbedürfnisse. Das ist, was mir persönlich fasziniert hat. Also viel weniger die technische Seite, ich bin nicht mehr Techniker, sondern vielmehr die Business-Seite. Also es ist, da wurde jetzt nicht drauf eingegangen, aber ich finde, diese Methodik ist, ermöglicht ein dynamisches Verhalten am Markt, an den Marktbedürfnissen. Ja. Die wechselnden Anforderungen. Also das war und das ist immer noch so, weil Software aber nicht ein Stück Metall ist. Ne? Ein Stück Metall überlegt man sich zweimal, soll ich den schneiden oder nicht schneiden. Ein Bit kann ich schnell ändern und weil ich es schnell ändern kann, ändern sich die Anforderungen so schnell. Und weil es so ist, muss man eben Werkzeuge haben, die genauso schnell angepasst werden können an die Bedürfnisse des Kunden und des Marktes. Ich bin schon seit Jahrzehnten Kunde von Ocean Engineering, also mindestens 20 Jahre schon. Ja. Ich kann nur weiterempfehlen. Ja? Ich kann es nur weiterempfehlen. Nur beste Erfahrungen gemacht.